Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei feinstem Sonnenaufgang hier im Dschungel von Green Hell. Bei den Geistern von Amazonien, Part 2, mit mir, dem Ashburn und der Natzen. Hi, Natzen. Hi, Ashburn, hallo zusammen. Wir hatten in der letzten Folge mehr als nur Pech. Also, besonders ich. Ich wollte gerade sagen, ich hatte so viel nicht. Ach komm, mit deiner geistigen Gesundheit. Ja, da stimmte irgendwas nicht. Ja, aber ich hatte noch ganz andere Probleme. Nicht nur, dass ich mehrfach gestorben bin und jetzt quasi nichts mehr auf Tasche habe. Wir haben auch noch Herbert verloren, weil ich aus dem Gehege raus bin. Ich dachte erst, es wäre Trixie, aber es ist Herbert, der weg ist. Ja. Unsere Trixie ist noch da. Hat auch schon wieder 35% Vertrauen aufgebaut. Oh, Trixie kackt nicht so viel, ey. Ja, alleine frisst die auch nicht so viel. Also. Nee, da ist nichts raus. Ja, ich habe gerade was aufgefüllt, aber viel war noch nicht raus. Ich konnte auch noch keinen neuen Herbert wiederfinden. Also, was ich hier finde, sind zig Wasserschweine, die allesamt weiblich sind. Ich weiß nicht, was Trixie mit dem gemacht hat, aber Herbert muss sowas von das Weite gesucht haben. Anscheinend ja. Ja gut, aber wir haben uns heute entschieden, wir werden trotzdem eine kleine Home-Folge heute drehen, weil ich muss unbedingt mich wieder aufrüsten und wir brauchen hier unbedingt diesen das Töpfertisch. Ist so. Den Töpfertisch will ich eben machen. Ja. Und wir haben ja auch gesagt, da wir jetzt Regenzeit haben, möchten wir diese auch gerne nutzen, nochmal Trinkbehälter weitere zu machen, ne? Weil wer weiß, wie lange die nächste Trockenzeit wieder gehen wird. So ist das. Wir möchten vielleicht noch ein bisschen mehr Grünzeug hier anpflanzen. Mal schauen. Wäre auch nicht so schlecht, genau. Genau, alles, was in der Regenzeit eben nutzbar ist. Weil wenn du zwei so Viecher hast, dann brauchst du ja schon viel. Die futtern viel. Und wir haben ja auch noch Hunger. Also mehr als zwei wollen wir uns nicht anlegen, weil, wie gesagt, ne, wenn du hier auf Tour gehst, ist das ziemlich schlecht. Was war das? Tausendfüßler. Ja, ich wollte sagen, das Geräusch kommt mir so bekannt vor. Ja, der hat es hinter so, sich. So, Regen, wo bist du, wenn man dich braucht? Jetzt ist feinster Sonnenschein hier. Na, ist ja klar. Was brauchst du denn da noch so? Keine Ahnung. Wollte ich schon mal Lehm anrühren. Stöcke könnte ich gebrauchen. Regen da. Oh, ich glaube, wir brauchen Bambusscheit. Oh. Und ein Bambusscheit haben wir hier nicht in der Nähe. Haben wir ja keinen mehr rumfliegen, ne? Die kannst du nicht anpflanzen. Das sind diese dicken, weißt du? Ja, und die haben wir hier nicht in der Nähe. Wo fahren denn die Bambus noch? Es gibt einige Stellen mit Bambus. Doch mir eine. Ich gehe hin. Ja, im Kopf habe ich das natürlich jetzt auch nicht hier. Ich gehe mal hier hinterm Dorf gucken, ob ich da was finde. Irgendwo muss ich ja ein bisschen. Ja, warte Bambus mal, ich glaube, da war auch Bambus. Ich glaube, du gehst da gar nicht so falsch. Ja, guck. So, Nahrungsration. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich irre mich gern in diesem Spiel. Ja, nicht. Ich meine, hier hinten irgendwo hätte welcher sein können, wenn man jetzt ein bisschen weiter durchgeht. Und dann links hoch. Ja. Links? Ja, ich bin mir. Ja, ich weiß noch nicht wo, aber irgendwo weitergehen und dann hinter links mir hoch, ja. So, ich dachte, du baust da weiter. Ich komme ja nicht weiter, glaube ich, ohne den jetzt, ne? Achso, ja, das kann sein. So, ich glaube, wenn du jetzt da hinten durchgehst, links hoch. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal wieder zurück. Ich gehe mal wieder zurück und, ich guck mal. Kümmere mich noch um Kram. Vor allem ist jetzt unsere Tötungsfalle wieder inaktiv. Ne, zu weit entfernt. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Hier ist erstmal noch kein Bambus. Ja, ich sage, kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Oh, bist du aber nicht alleine mit. Ich hätte das auch vermutet. Was habe ich denn hier schon wieder? Ja, frag mir auch. Ach, Egel. Oh, fauch mich nicht an, du blöder Leguan. Ja, den Bambusscheit brauche ich. Oh, und jetzt bin ich natürlich schön weit weg von dir. Schaffst du die? Sind es viele? Bis jetzt ist nur einer. Ja, den schaffst du. Ja. Ach, guck, hier waren wir auch schon in dem Dorf. Halt.
Ja, da. Ach, die ist noch aktiv, schön. Ich hab Bambusscheite. Bei irgendwer schlich hier rum. Wie geht's denn unserer Trixie? Das sind jetzt meine Feinde, Kollege. Da ist einer. Oh, diese Hitboxen. Ja, es ist die doof, dass ich den Herbert verloren habe. Das ist die. Ist das Vertrauen nicht mehr so hoch bei der Trixie? Nee, gar nicht mehr. Das ist irgendwie runtergegangen auf 19%. Ja, jetzt ist es auf 39 wieder, aber. Ja. Es ist halt nicht mehr die alte. Nee. So. Hab 3 Bambusscheite, die nehme ich mal mit. Das ist gut. Ja. Aber ich brauche nur einen. Muss ich nur noch zurückfinden. Ich brauche zwar nur einen, aber ist gut, wenn wir noch 2 in Reserve haben. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wofür es gut ist. Dann müssen wir uns aber so einen Bambushalter noch machen, weil sonst die spawnen die irgendwann. Ja. Aber ich habe schon festgestellt, bis hier mal was respawnt, geht eine ganz schöne Zeit ins Land. Ey, ich finde, das ist total random. Na, manchmal dann ist in der nächsten Folge schon alles weg, was du da hingeschmissen hast. Und manchmal dann gehst du Tage später an irgendwas vorbei und es liegt noch da. Ja, das kann wohl sein. Ja, so wie meine Klamotten, die ich da beim Tauchgang verloren hatte, ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Das war auch so ein Kuriosum. Also wir haben schon festgestellt, es sind so einige Sachen mit dem letzten Update auch hier wieder verschlimmbessert worden. Ja, unter anderem, dass es zu früh dunkel wird. Genau. Das hat mich ja vorher schon genervt, aber irgendwie ist das jetzt unmöglich schnell. Und du hast auch gesehen, du hast auch nachgelesen, das ist tatsächlich so, ne? Das ist nicht nur gefühlt von uns, das ist so, ne? Ja, habe ich jetzt schon gehört und auch von dem Shavum, der sagte das auch schon. Also, das ist unglaublich. Ich möchte mal wissen, welche Vollleuchte da mal wieder der Meinung war, das ist mir hier alles zu einfach und ich will es wieder schwerer haben. Ja, soll ein anderes Spiel spielen. Ja, meine ich ganz ehrlich auch. Also den Leuten immer alles kaputt machen mit irgendwelchen, mir ist das zu einfach, dann such dir doch was Herausfordernderes. Also. Ja. So, Bambusscheide sind hier. Ach, einen brauchst du drüben, ne? Beim Töpfertisch. Genau. Boing, Kopf gestoßen. So, und dann brauchen wir ein Feuerbrett, hätte ich. Ich glaube, da fehlt auch nur noch eins, ne? Nee, 2 fehlen noch jetzt. Ja. Ich hol mal was war. Ah, Bienen. Ja, die haben wir uns so schön an die Seite getan, damit das, was jetzt dauernd passiert, eigentlich nicht passiert. Wir rennen jetzt trotzdem jedes Mal rein. Richtig. Herrlich. Wie sich das gehört. Ja, echt? Einer zu wenig? Ach. Ja, ich bin schon am Sammeln. Nee, ich mache hier was anderes gerade. Achso. Oh, es regnet. Oh, ein Feuerbrett. Das ist wunderbar. Wo ist der andere Stamm hier? Wo ist der hin? Da. So, den auch nochmal gesammelt. 2-mal Feuerbrett. So, eben orientieren, wo sind die Bienen? Da. Merkst du, wenn sie dich stechen. Ja, ja. Genau, möchte ich aber gar nicht merken. Ich habe auch einen Egel. Oder mehrere, wer weiß das schon. Nur Probleme hier. Mhm. Wo hast denn du die anderen beiden Bambusscheite hingetan? Hinten an dem letzten Beta. Warte, ich komme. Ah, ich hab sie. Ah, gut. Dann brauchen wir noch so einen Lehmofen, ne? Einen Lehmofen und auch die Schmelze, ja. Also den, ja. 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 Achso, nee, den Ofen haben wir ja. Die Schmelze meinte ich ja. Haben wir den Ofen? Ach ja, stimmt. Wir hatten doch hier so einen Kohleofen, ne? Ja, wo ist denn der? Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten einen, das weiß der ich, war, glaub, wir haben ja Kohle gemacht. Ja, ich glaube wieder irgendein Ingo hat uns den kaputt gemacht, kann das sein? Ja, anscheinend, ne? Der ist weg. Das läuft ja hier wieder wie geschmiert, ey. Ja, wie geölt und wie geschmiert. Echt, warte mal, hier auf diesem Stein würde ich den gerne hinbauen, guck mal. Ey, hier muss ein Ingo gewesen sein, die Fallen sind auch alle kaputt. Nee, das war ich.
Ach, das war's. Hatte ich dir doch erzählt. Also nicht ich, sondern unser. Wir hatten. Ich hatte hier die Picaris am Anfang gehabt, die hatten wir freigelassen. Ja. Und da sind die da reingelaufen. Ach so. Also nicht ich war's, sondern die Picaris waren's, okay. Aber. Ich hatte dich schon mal darauf aufmerksam gemacht. So, ja, ich hier dachte ist nur bei einem, nicht bei allen. Freien. Nee, die haben sie alle platt gemacht. Okay. Hier ist jetzt der neue Ofen. Ja, wo da ist jetzt? Ja gut, der wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Wo finde ich denn nochmal diesen Schmiede? Da wo auch der Ofen ist. Und zwar ist das da, wo Feuer abgebildet ist. Ja. Ah, Lehmschmiede, da ist er ja. Genau. So, die kann ich hier nirgends setzen. Hier ist zu nah an den Bienen. Hier ist es zu nah an den Duschen. Dann kommt sie hier hin. Nee, da steht sie im Weg. Duschen jetzt der andere? Ah. Ach, da. Oh. Nee, wirklich Nicknack gemacht hier. Ruhe da. Spielverderber. Ja, hier die Tante aus dem Dorf will Nicknack machen. Ja. Lass sie doch. Hat sie gesagt. Ja, gut. Kannst ruhig mal hinhalten. 5-mal langer Stock. Nun im Weg. So, jetzt will ich mal eben gucken, wie es da hinten aussieht mit meinem Töpfertischchen. Was die Natze nett ist, ne? Lässt mir gleich 3 lange Stecke rumliegen. Ach Mann, die Bienen, Drecksviecher. So bin ich. So, ach jetzt ja. Jetzt krieg ich meine langen Stöcker nicht. Jetzt brauche ich ja wieder geschmolzenes Eisenerz, stimmt. Die Gussform, natürlich, was auch sonst. Ah, mich überrannt. Ja. So, 2 lange Stöcker brauche ich noch. Die kriegen wir auch noch. Ach, den baust du direkt dahinter? Ja, ich habe keinen besseren Platz gefunden. Wieso hatte ich denn jetzt nur eine Gussform? Da kommen noch mal 3 raus. Wo sind denn die? Komisch. Was hätte ich denn mit der Brücke? Der See ist doch gar nicht mehr vergiftet. Komisch. Ach so, so viele müssen da rein. Wie ist das denn jetzt für ein Käse? Hat wie viele? 4 Normalerweise Stück? Müsstest du da 4 Stück reintun, aber jetzt will der auf jedem Slot 3 Gussformen schon drin haben. Was? Ja, irgendwas stimmt hier wieder nicht. Das kann ja nicht sein. Da müssten jetzt also 12 Stück rein. Guck mal bitte weg. Das kann ja nicht passen. Ja, jetzt die letzten beiden waren okay, aber der Rest, da waren jetzt 6 Stück, 7, 8 Stück muss ich jetzt da reinstecken, ne? Echt jetzt? Mhm. Das gibt's ja gar nicht. Tja. Unverschämt. Sag ich dir. Ach hier. So, hast du den jetzt fertig, das Ding? Ah, nee, noch nicht. Noch dabei. Ich bin noch hier am Mischen. Ja, ich hatte sonst schon Eisen reingepackt, deshalb. Ach so. Nee, geht noch nicht. Da ist nicht schlimm. Sind doch den Lehmziegel auf hier. Mann. Junge, 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 Junge. Wo ist er denn? Ah, da. Hat er mich hier an? Das, wenn ich mich beeilen müsste. Was steckt denn das hier so drin? Ja. Trixilein. Die frisst und trinkt gar nichts mehr hier irgendwie. Nee. Die hat Sehnsucht nach Herbert. Ist aber auch gesund. Komisch. Das ist ja wichtig. Vielleicht brauchen die sich nur ernähren, wenn die als Paar da sind. Ja, das macht hungrig, ne? Viel Knickknack. Ja, Niki Knacki. Niki Knacki. Wie viele brauche ich? 8. Boom. Oh, immer noch ein. Mehr rein. Ah, dreckig.
keine Ausdauer. Es regnet ja, da wirst du schnell wieder sauber. So. Haben wir noch Asche da? Ja, ja. Ja, wir haben Kohle zumindest da. Kannst du Asche rausmachen? Ja, ja, klar. Das ist mir recht. Und hier, ich sammle schon mal. Ich brauche nämlich Ach, Kohle. Da. Ich suche gerade die Kiste. Bin viel zu weit weggerannt. Ja, ich sammle schon mal. Ja, mach mal. Ich mache hier auch schon mal, glaube ich, neu an. Ja. Oh, schon wieder in die Bienen gerannt. Shit. Ich lerne auch nie draußen. So, oh, dann ist die Kohle aber auch mal weg. Ja, ich sag ja, ich mache hier gleich mal einen neuen Ofen an. Soll ich leere Dosen mitnehmen oder was? Ja. Ja, ne? Eine oder brauche ich mehrere? Ich glaube, du brauchst nur eine. Okay. Dann nehme ich auch erstmal nur eine mit. So, Asche drin. So. Ach ja, wofür brauchen wir denn Eisen? Shit. Kannst du mich schon? Bitte? Die Flasche. Ach, da muss Eisen rein. Alles klar. Nee, ah, alles nein. Es hat nicht lang genug geregnet. Ich habe keine Flasche, um das nachträglich aufzufüllen. Ja, ich komme sofort. Eben anfeuern hier. Los, go, go, go. Go for it. Nein. Jetzt habe ich wieder keinen Anzünder, verdammt. Ja, habe ich gerade auch nicht. So. Du brauchst Wasser. Hä? Achso, ich habe Wasser drin. Wo bist du? Hier. Ja, ich brauche das nicht. Das kannst du hier reinschmeißen. Ne? Also. Oh, auch noch sauberes Wasser. Ja, ist ja egal. Es regnet doch. Das ist nur in der Trockenzeit wichtig. Ja, ja. So, wie gerade bräuchte der gute Mann nachher? Was braucht der gute Mann? Kohlenhydrate. Ach. Ihr Männer wollt doch immer nur Proteine. Ja, auch. Aber jetzt hätte ich gerne Kohlenhydrate. Ich brauche ein bisschen Zucker. Sugar. Zuckerei. Oh ja, Zuckerei. Zuckerei. benutzen, nicht zerstören. Ich glaube, das würden die jüngeren Zuschauer gar nicht kennen. Zuckerei. Müsst ihr euch Werner also, angucken. Auf jeden Fall werde ich das mit meiner Tochter noch gucken, damit die das kennt. Hallo? Sie muss doch kultiviert. Ja, auf also. Die Welt kommen. Na klar. Durch die Welt ziehen. Und sagen, auf der Welt ist sie ja schon gekommen. Ja. Auch sehr kultiviert mit Bach und Metallica. Könnte schlechter ausfallen, auf jeden Fall. Ja, ja. Die Hebamme dachte, Metallica kommt ganz gut jetzt, weil sie auch noch so ein unruhiges Kind hat. Was soll ich sagen? Mein Vater ist Drummer. Ah ja. Die sind auch immer sehr unruhig, das stimmt. Ja, vor allem sind die immer sehr laut. Genau. Dann hat so ein Trommelspieler an sich. Jo. Deutsch hört sich das voll doof an. Trommelspieler. Schlagzeuger, Drummer. Sagt man doch. Schlagzeuger. Drummer. Ja, Schlagzeuger ist ja richtig. Aber stimmt schon, das Wort Drummer ist schon irgendwie cooler. So, hier haben wir keine Kohle mehr. Also, wir haben jetzt gar keine Kohle mehr, ja? Ich habe noch 2 Stacks, 1,5 Stack auf Tasche hier. Ja, das nützt nicht viel. Wir brauchen 6. Heb die mal lieber für mehr Leben ich hab auf. Stacks, ne? Nicht, Stacks. Ja, du brauchst Asche oder was? Nein, ich brauche Kohle. Ich brauche 6-mal Kohle. Ach so. 1, 2, 3. Du meinst 4, Briketts 5, hast du? Briketts. Ja, 6 Briketts. Hast du? Ja. Ja, hier, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Oh, hier rein. Ganz wichtig. Ich wollte die dir eigentlich nur hinschmeißen irgendwo. Nee. Schmeiß die ruhig da rein. So. Hast Danke. Du. Ja. Bitte. Steine holen. Brigitte. Ey, wer ist Brigitte? Betrügst du mich hier im Dschungel? Ja, Brigitte sitzt hier im Dorf fest. Wer von euch ist Brigitte? Scheiße. Nee, doch nicht Scheiße. Also, bist du Brigitte oder du da hinten, die da so tut, als wäre nix? Oder du da, ne? Ja, ja.
Ah, ich kann dir das nicht sagen, die sehen alle so gleich aus. Ach ja, das kannst du jetzt nicht mehr sagen, ja? Nee. Aber den Namen merken, das kannst du dir. Vielleicht heißen die alle Brigitte. Brigitte. Brigitte aus dem Dschungel. Ja, warum nicht? Wenn die anderen Ingos heißen, dann können die hier auch Brigitte heißen, ne? Ja, genau. Ingo und Brigitte, das is it. So, komm, wenn wir fertig hier. Mit die Eisen. Hier geht es auch noch am Wasser. Jetzt regnet es nicht mehr. Was soll denn das? Ach, jetzt fehlt mir echt einer. So. So. Oh! Oh? Ich bin hier gerade irgendwo dran gekommen, Moment. Ach so. Mein OBS war minimiert auf einmal. Oh, ich sah nichts mehr. Schlecht. Oh, Parasit, Egel, Dreck, meine Güte. Ja, alles hat er, alles. Geistige Gesundheit ist gleich wieder zur Hälfte runter, wenn das so weitergeht hier. Mann, Mann, Mann. Ach, was habt ihr chillig hier, ey. So. Hockt den ganzen Tag da rum und... Noch einen blauen Pilz. Lässt uns hier hallo. Schuften. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo. Achso, ich bin schon auf dem Tab. Ich habe halt keinen blauen Pilz. Doofe Sache das. Aber blauen Pilz essen und dreckig sein ist doof, ne? Wofür brauchst du denn jetzt überhaupt blaue Pilze? Ich hab Parasit. Da geht auch ein oranger Pilz, wusste ich nicht. Du kannst auch da so eine Avocado fressen. Wenn eine da ist. Ja, wir haben doch welche angepflanzt. Ja, aber jedes Mal, wenn ich da gucke, ist keine da. Echt? Ich war schon so lange nicht mehr dran. Da müssten jetzt eigentlich 3 Stück hängen. Nö. Ne? Ich sehe nix, ne. Komisch. Tatsache. Ist immer, wenn ich da dran gucke, ist keine da. Was ein Pech. Ja. Ist so. So, ein Stein fehlt jetzt noch. Gott, ich habe gerade da einen Schatten gesehen. Oder das war nur ein Blatt, aber ich dachte gerade, da kommt irgendwas. Ist. Was? Der Trick ist ein Fressen. Ach so. So, was wollte ich jetzt im Parasit loswerden? Genau. Hier vorne ist doch immer so ein Baumstamm mit roten Pilzen. So, komm, solange es regnet, schnell den Trinkbehälter fertig machen. Ja. Parasit away. 6 Stück haben wir da jetzt hier. Also, Stöcke sind schon wieder voll. Ach, Stöcke auch. Wunderbärchen. Wo bin ich denn? So, ich glaube, dann mache ich noch mal ein bisschen hier Gartenarbeit. Ja. Du musst mal gucken, da du nicht in die blöden Bienen rennst, ey. Ja, und dabei haben wir die schon extra an den Rand gestellt, damit uns genau das nicht passiert. Und jetzt passiert es uns dauernd. So ist das. So ist das Eisen hier mal fertig, fast. Ach. Ey, mach die Musik aus, ich hab dein blödes Dorf gar nicht betreten. So, Eisen ist ready. Echt eins nur? Mein das war ein Witz, ey. Ich hab's doch gerade. Ah, hier. Ja. Trixi! Kann ich da auch 2 reinstopfen? Wo rein? In den Eisenschmelzer hier. Kann ich mir nicht vorstellen, aber probier es mal aus, vielleicht hab ich auch recht. Nee, geht nicht. Schade. Voll, ey. Schade. Und Kohle haben wir auch gerade keine mehr. Ach ja, genau, ich wollte ja den Ofen voll machen mit Holz. Hatte ich jetzt ganz verscheckt. Ja, gibt so viel zu tun noch gerade. Ist auch wieder aus. Weil gleich ist eh ein bisschen Schlafenszeit, dann können wir die Nacht eben wegschlafen. Und gleich ist das gut.
Ja. Geht ist wohl wahr. So, mach mal Kohle nach hier. Naja, fast wieder voll. So, naja. Ja. So, Trixi, hast du gekackt? Meiner? Ach, wir haben so viel Kacke hier in der Kiste. Ja, ja, aber ich bin ja gerade bei Trixi in der Nähe, deswegen. Aber sie hat. Sie hat. Natürlich hat sie. Oh, eben war sie nicht so viel am Futtern, folglich natürlich auch nicht so viel am Kacken, ne? Ja, das ist, ja, kann vorkommen. Nee, nicht Asche nehmen, ja, ist auch okay. Und nicht essen, du sollst nur Stöcke auffüllen. So, Feuer lasse ich aus, ne? Brauchen wir ja gerade nicht, oder? Ja, jetzt gerade nicht, nee. Nee. Wie spät haben wir? 19:30. Ich glaube, davon nehme ich mir auch noch einen mit. Das ist gar nicht so schlecht. Eine Banane können wir nur essen. So. Oh ja, Trixi hat wirklich minimal was gegessen. Ja, alleine hat die nicht so viel Hunger irgendwie. Nee. Kannst du da mal gerade dieses Gestrüpp weghauen? Du stehst gerade da so schön. Da, wo ich gerade das Ding habe. Sekunde. K.O. gerade das Bekari-Klein. Ich sehe es. Hier, wo ich gerade das Ding drauf habe. Da ist so ein Gestrüpp. Ja, ja, ja. Ey, jetzt haben wir mal drauf da. So. Von dem Blätterhaufen kann ich jetzt nicht musst wegnehmen. Du da aber bitte auch noch eben weg. Danke. Ja, ja. So. Ach, jetzt gehe ich hier schon wieder. Nö, nee, ich noch nicht. So. Hey, hier unten wollte ich hin. Hä? Alle schon wieder voll hier? Alle wieder voll hier. Oh, ganze Dorf. Das ganze Dorf ist besoffen. Hm, dann muss ich das Feuer doch anmachen. Bevor mein Fleisch vergammelt. Oh, da fällt mir ein. Ich hatte doch auch noch was auf Tasche. So. Nee, hatte ich nicht. Gut. Machen wir mal Fleischstäbchen hier fertig. 2, 3. So. Da. Blätter. Also ich habe uns jetzt noch hier einen Kasten gemacht, wo uns noch die Avocado-Früchte nochmal ansetze, dass wir da mal ein paar mehr von haben. Und nicht immer nur auf diese blauen Pilze angewiesen sind. So. So, was haben wir denn hier? Fleischstäbchen. Hat er gegessen. Ich habe gleich eine neue kochen. Was ist hier unten noch mit Knochen? Tja, ist nicht so ein schöner Garten wie in der anderen Stelle. Da war alles ein bisschen geordneter. Hier macht man halt, wo man Platz hat, weil hier halt nicht so viele Stellen sind, die einem das auch erlauben, wie bei dem anderen. Aber ich würde mal sagen, Hauptsache man kommt klar. Ja. Hat was da. So sieht das aus. So. Hallo? Ey, ich hätte einen schon da drauf. Okay. Du sagst, hier ist Fleischsuppe, ja? Ja. Sehr gut. Ja, dabei. Ach, jetzt habe ich ja gar keine Pekannüsse mehr, stimmt. Paranüsse. Ja, Scheiße, auch alle weg, ne? Ja, ich bin ja. Ja, ja. Ich bin ja nicht nur gestorben, nein, mir sind auch noch meine ganzen Sachen den Abgrund hinuntergefallen. Voll gepurzelt, ich hab's gesehen. Ja, mehr Pech kann man echt nicht haben. Also wenn du hier noch Fleisch hättest, sonst tue ich einen Knochen rein. Warte, nee, ich will da einen blauen Pilz reintun. Also. Das ist nämlich total die Wachdröhnung. Ja, das mag sein. Dupp-diddle-di-dupp. Machst du jetzt Jazz hier? Spiddly diddly diddly do. So, der Jazzer. Jazzburn. Jazzburn. Klingt ein bisschen wie Jasper. Wieso habe ich einen Schildkrötenpanzer aufgenommen? Hä? Wo habe ich denn den nun weg?
Sieht nicht so. Hä? Doch, da ganz hinten in der Ecke fehlt einer. Nee. Ja, aber da stand doch keiner. Nee, da ist einer. Da ist einer. Ja, den habe ich gerade dahingestellt. Ach so, okay. Aber war da vorhin auch einer? Ja, da unten sind vier, oben sind drei. Doch, doch, das stimmt schon. Hä? Ja. Dann habe ich den wohl aus Versehen aufgenommen. Sollen wir eben die Nacht wegpennen? Ja, warte. Hat jetzt Warte gesagt und ich schlafe schon. Toll. Jetzt mache ich wieder auf. Ja. Ja, ja, mach das denn wohl Sinn, du. Jo, stimmt, wir sind ja schon wieder so weit. Ja, ich würde trotzdem sagen, den Morgen noch eben anbrechen. Na gut, dann schlafe ich doch. Ah. Nur eine gute Uhrzeit. Halt ein bisschen eher auf. Ja, ja, das wie klappt immer. Eh nicht. Ja, ja. Oh, jetzt bin ich aber zu früh wach. 48, das ja. ist mir zu früh. Ja, nee, das würde ich auch im realen Leben nicht unbedingt aufstehen wollen. Nee. So. Jetzt aber. Ja. Na gut, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt schnell noch das Eisen geschmolzen kriegen, damit ich mir endlich wieder eine Tonflasche. Ja, da sagst du auch was. Ah, der zweite müsste schon mal durch sein. Oh. Jo, der ist schon. Nee. Ja. Doch, da. Aber jetzt ist das Feuer ausgegangen. Voll groß. Ja, irgendwann ist ja immer. Hä? Wieso? Da müssten drei sein. Also. Das ist doch doof hier. Trixis Vertrauen ist schon wieder auf 71, das ist doch schön. Ja, das ist doch gut. Aber ja. Das Ding verarscht uns. Warum? Weil ich habe zwei Eisen geschmolzen, hatte vorhin ein Eisen reingepackt. Und jetzt sind trotzdem nur eins drin. Hm. Hä? Müsste eigentlich ein zweites drin sein. Vielleicht schmilzt das ja gerade noch und ist einfach noch nicht fertig. Nee, das ist das Feuer. Ja, das kann sein, weil das Feuer aus ist, ja. Ja. Haben wir noch Asche? Ich glaube nicht. Der Ofen schon fertig? Nee, ich komme hier nicht dazu, immer wieder was reinzutun. Ich werde immer abgelenkt, ey. Ja, dann wird das noch ein bisschen dauern mit dem Eisen. Ich kann die Aufnahme mal ausmachen, ne? Nee, ich würde sagen, wir sollten uns erstmal verabschieden, oder? Ach, so weit sind wir noch gar nicht. Da wisst ihr mal, wie das ist. Schon abgeschlossen. Ja, ja, seht ihr? So schnell geht das mit dem. Wenn ich hier nicht aufpasse. Leute, ich würde sagen, das verdient doch mal einen Daumen nach oben. Nicht unbedingt wir, aber überhaupt alles. Irgendwas. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch heute auch gefallen hat, auch wenn hier heute eher Hausarbeit am Start war. Aber das muss halt auch mal sein. Zwischendurch muss man sich hier immer wieder aufrüsten. Ja, genau. So. Ja, schreibt uns, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr davon haltet. Abonniert gerne unsere Kommentare, genau. Ja, unsere Kanäle. Die Kommentare, aber die Kanäle nicht. Die lasst die Finger vorn besser. Genau. Das ist nur verstörend. Ja, und gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch heute zugesagt hat. Wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und hoffen auch dann wieder on Tour so zu sein. Ja. Mit Sicherheit, aus, genau. Ne? Und wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ja, so sieht das aus. Und sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und wir haben bei Sonnenaufgang angefangen und wir hören bei Sonnenaufgang auf. So schließt sich der Adios, Kreis. Adios, amigos. Bye, bye. Ciao.